und 16. Wir sind auf dem Kollegenstand. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen. Ich spreche mit Sven Kumpel. Ja. Ja, Codico als Nischenplayer. Wie kann man sich denn in kurz gefassten Worten, in kurz gefassten Sätzen von den ganzen Broadlinern, die hier auch in der Halle vertreten sind, absetzen? Das geht nur, indem man sich auf bestimmte Bereiche und Nischen konzentriert. Wir sind eine Demand Creation Company, wie es die Amerikaner nennen würden. Das heißt, wir werden, und wir, was wir machen, ist in bestimmten Nischen unseren Kunden einen technischen und einen kommerziellen Mehrwert bieten. Unser Herz ist in der Technik und unseren Kunden wollen wir in der Technik einen Nutzen bieten. Und das in bestimmten Produktbereichen. In einer Qualität, wie es die großen Distributoren in unserer Branche hoffentlich noch lange nicht so können wie wir. Finde ich denn Ihren Hauptkundenmarkt? Wo muss ich mir das vorstellen? Der Dachbereich? Oder sind Sie dann doch schon international aufgestellt? Wir haben einerseits unsere geschichtliche Entwicklung. Wir sind ein zentraleuropäisches Unternehmen und kommen ursprünglich aus Österreich, Zentral- und Osteuropa, Deutschland. Haben aber in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung gemacht, die wir vorhaben auch noch fortzuführen, die ein Ziel hat, und das ist das Ziel, in 2020 in ganz Europa mit einer eigenen Mannschaft in jedem Land vertreten zu sein. Das heißt, Sie finden uns in Italien, Sie finden uns in den skandinavischen Ländern, in Frankreich, England und hoffentlich bald in weiteren Ländern in Europa. Da Sie ja gerade Skandinavien erwähnen, Sie haben Broadband übernommen, ein doch verhältnismäßig kleines Unternehmen aus dem hohen Norden. Wie bindet sich das denn ein in Ihre Strategie? Einfach nur als Präsenz oder bringen die Jungs dann auch noch was mit zum Tisch? Nein, die bringen ganz, ganz viel zum Tisch. Wie passt das zusammen? Wir sind ein Familienunternehmen und bei uns ist eigentlich das wichtigste Kriterium für jemanden, der bei uns in einem Unternehmen arbeitet, dass er zur Familie passt. Also das oberste Kriterium ist für uns immer, Menschen bei uns, um uns zu haben, die nicht nur Inhalte und technisches Wissen und Fähigkeiten diesbezüglich haben, sondern die einfach zu uns passen, vom Gedankengut her. Und das war bei den Kollegen aus Schweden gegeben. Wir kennen sie seit vielen Jahren und wir haben gemeinsam gefunden, dass wir gemeinsam stärker sind als nicht miteinander. Da spielt es gar keine Rolle, wie groß das Unternehmen ist oder nicht. Und dass man damit natürlich eine Abdeckung in den skandinavischen Ländern hat, ist natürlich auch ein Faktum gewesen, der wichtig für uns gewesen ist. Aber es geht um die Menschen, die dort arbeiten und die viel mitbringen für uns. Da macht man bei den ganzen Übernahmen immer eine Weihnachtsfeier draus. Und wenn das funktioniert, dann ist es sozusagen ein Go-Ahead. Ich glaube, das wichtigste Kriterium bei Übernahmen ist die Frage, nach einer gewissen Zeit, sind die Menschen, die dort waren, immer noch an Bord? Und sie sind alle an Bord und wir wachsen dort, haben zusätzliche Menschen in der Zwischenzeit, zusätzliche Kollegen aufgenommen. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Sehr schön. Wir sind ja schon im November, Dezember und dann Geschäftsjahr. Wie sieht es denn im Moment aus? Ist man glücklich? Zufrieden? Zufriedenheit ist immer so ein Ding. Wir sind auch mit kleineren Wachstumszahlen grundsätzlich zufrieden. Wir sind ja nicht börsengetrieben, Gott sei Dank. Aber wir haben ein großartiges Jahr. Wir haben 2015 schon ein Jahr gehabt, wo wir mit 17% gewachsen sind. Und 2016 ist ein noch besseres Jahr. Wir werden knapp mit 20%, so wie es aussieht, abschließen. Plus. Und da kann man nicht nur glücklich sein und zufrieden sein, sondern eigentlich auch stolz sein. Ja, da kann man auch stolz sein. Ich gratuliere. Was gibt es denn eigentlich noch Neues? Sie auf der Messe, Sie stellen doch sicherlich, also ich habe vor kurzem auch gelesen, dass Sie einen Online-Shop angefangen haben oder neu vorstellen werden. Wie läuft der denn? Online-Shop ist es eigentlich keiner, sondern wir nennen es einen Sample-Shop. Unser Ziel ist es, Entwicklern spezielle Muster für ihre Entwicklungen möglichst schnell zur Verfügung stellen zu können. Time-to-Market ist entscheidend und gewisse Bauteile oder gewisse Module oder Development-Boards oder Evaluation-Boards bekommt man nicht bei den altbekannten oder neubekannten Online-Häusern. Und da wollen wir bei speziellen Produkten und in speziellen Nischen Muster zur Verfügung stellen, dass unsere Kunden und auch neue Kunden, die wir noch gar nicht kennen, eben entsprechend die Unterstützung bekommen, um zu entwickeln, so schnell es geht und um erfolgreich zu sein. Und das ist gut angelaufen? Das ist viel besser angelaufen, als wir uns gedacht haben und wir freuen uns, hier weiterzuarbeiten und das weiter auszubauen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und eine erfolgreiche Messe. Danke vielmals ebenfalls. Danke.